So, Mief, 9 Teufel. Der Kapitän, was erwartet Sie sich vor dem Finale? Ein grandioser Sieg. Grandios. Das die Putzma. Zu mir gesellt hat sich nun auch Rainer Maria Zeller. Ich bin aus dem Hof, der Hof. Sie kennen ihn bestimmt aus Matches wie 1001 Pitcht und sie pitchen ihn Mücke. So. Jo, rein. Der junge Mann, der da so lautstark safe gebrüllt hat, ist Bruder des Blätterns Christian Muli Müllner. Damit Sie meinen attraktiven Gesprächskollegen Namen sehen. Der Mann, der viele Namen hat, unter anderem auch Kumann. Ein schöner Tag, gleich zu Beginn. Lukas Weng, das schaut gut aus. Gut schaut das aus. Völlige Verunsicherung. Eine harte Einlage, aber Baseball ist ein Männersport, da geht voll in die Fresse. Ich glaube, da schweren Kinder zuschauen, einmal mich nicht so Sachen wie fressen oder sowas mit dem Kind. Weiterhin, ich weiß sehr gut, das ist schrecklich. Ja, mit 15 so viel Geld, mit 3 Punkten. Da wird gerade herumgekrebst. Die Grenzen der Verteidigung, ein schöner Schlag, ganz easy. Aus der ersten, aus der dritten Base. Ganz sicher. Thomas Heider am Schlag. Der Mief. Am Schlag. Ein schöner. Und wieder schaffen. Ich glaube nicht. Oh, es geht sich doch aus. Es geht sich aus. Und das ist der erste Punkt. Applaus. GBB, der Rocker. Holt den ersten Punkt. Für ihn sieht genau gar nichts. Sehr routiniert im Finale schon. Es krebst ein bisschen in der Verteidigung. Die vierte Finalteilnahme, glaube ich. Ich glaube, bei den Krebsen merkt man das Nervenflattern. Sicher natürlich. Das Nervenflattern doch. Es ist ein großes Spiel. Es ist wahrscheinlich das größte Spiel ihrer Karriere bis jetzt. Nächster Schlag. Rein. Wieder so ähnlicher Ball. Aber um Gottes Willen. Diese schleichenden Grandbälle. Das ist natürlich die Verunsicherung. 2:0 im großen Finale, meine Damen und Herren. 2:0 Und da macht sich jetzt erstmals schon eine leichte Enttäuschung. Der riesige Weg da erst. Aber so, und trotzdem, es geht sich aus. Ein sicheres Out. Auf der 1. Die Fan-Tribüne jetzt, ne? Und überhole den Sektor und schon. Und der Krebs, der zurück ins Dugout. Es krebst gewaltig. Durch Team. Das holt er nicht aus, oder? Ring ding ding, ring ding ding. Angriffswechsel bei einem Spielstand von. Und da wachsen den. Null. Ich sehe genau gar nichts. Keine grauen Haare mehr, sondern gar keine Haare mehr. 13-0! 3! Ja, da müssen Sie die Krebse beim Betten mehr einfallen lassen, weil so leicht lockt man in einen roten Ivi in Neunteufel Michael nicht aus der Reserve mit solchen Schlägen. So. Ein Sicherheitsschlag von Timmy. Spektakulärer Wurf von also Thomas Heider. Timmy auf der ersten. Ja, ein schöner Wurf.
Das bedeutet ein Aus, ein Läufer-Safe auf der 1 und jetzt am Schlag der Lauf. Zu uns gesellt hat sich nun auch die bessere Hälfte von Rainer Maria Zeller. Auch die kleinere. Die kleinere Hälfte. Die schönere. Die schönere Hälfte und die süßere Hälfte auf alle Fälle. Ne? Und die angesoffene Hälfte. Also seine Hälfte ist eigentlich eh für nichts gut dann eigentlich. Ja, das müssen eigentlich drei Viertel weg. Ja. Nicht ganz, aber es reicht. Sie kriegt sich vorwärts. Haben die das die ganze von Zeit? Auf die 2 und von Homer. Das kriegt die erste. Wie geil. Somit zwei Bases gekriegt. Ja, was sagen Sie zum Wetter, wie sich das jetzt entwickelt hat? Es ist ein schönes Wetter, weil ich habe zuerst meine Schnitzelsemmel, nehmen wir es da Hömerl oder die Schnitzelsemmel fressen gerade. Ja, wirklich. Entschuldigung, essen. Nein, speisen. Die Nieren. Heute haben wir wieder Spielszene. Na geh. Und ein Aus. Ja, ich hab die Schnitzelsemmel zusammengegessen, die richtige. Ich weiß nicht, was das ist, aber warum ist das Deck eigentlich? Das ist eine ganz Ausgabe. Da kein Schnitzel mehr, das war schon fast Das war Schnitz. Schnitz. Auf weh! Ich hab's gegessen. Was? Und aktueller Punktestand 3:0 für die. Lukas Kresse schränkt sichtlich außer Ordnung. Vielleicht ein kurzes Ingame-Interview her. Das mag ich gar nicht. Ich hab aufgehört. Zum Schlagen. Hast du keine mediale Ausbildung gehabt? Darfst du nicht? Richtig. Ich habe einen Maulkorb vom Backholz Bäder gekriegt. Und dann der Einzige mit so einer sonderbar gemusterten Kappe. Was wollen Sie uns damit sagen? Was drückt die aus? Just Werbung. Just Werbung. Jetzt kannst du meinen Handschuh geben. Ja? Ja. Man sieht, da ist man freundlich zum Gegner. Da bohrt man den Handschuh einmal her, das ist lieb. Das geben und nehmen, ein miteinander, come together. Keep it real, for life, peace. Meine Damen und Herren, wir haben gerade etwas erfahren für das Leben. Also kann man sich ein Beispiel nehmen. Das ist ein großes Geheimnis, glaube ich. Dieser junge Mann hat mit seinen 22 Jahren schon einiges erreicht, oder? Wie alt bist du? 24? Momentan ist 24. Ja, ja. Mehr 24 als 22. Viel geht weiter! Sein Markenzeichen, die neongrün-schwarze Brille, natürlich. Die er schon seit seiner Geburt trägt. Sehr schön. Und sehr verbehrt. Viel geht weiter! 9 Mal mehr. Hat eigentlich normal Solarzellen aus seiner Megastunde montiert. Für Energiegewinnung. Oder ich fange auch. Ja, da muss drauf. Er bringt sich vor zur ersten. Er kann tatsächlich auch schnell laufen. Das haben wir am Hellsgate gesehen. Eine Premiere. Was, wir werden noch nicht. Neuer Spielstand. 4:0. Ja. Ja, geht rüber. Nach Gottes Willen. Und? Michael ist Kamera. Ja, Umba, der Scheu, ich kann um Gottes Willen, was für ein Fehler der Mannschaft der Krebse. Ja, umfliegende Spaghetti-Monster fliegen, bitte, wenn man das so. Oder Jules Willen, ne? Genau. Michael, mal gestern, dass du das für eigene Kopf. Noch nicht da. Achtung, Spiel geht weiter! Wer erwarten dann Rainer Maria? Ist das der Fuchsel? Weiteres Lager. Ja, er wäre fast Rainer Maria geworden. Ja. Wechsel! Das war das dritte Aus. Angriffswechsel. Wechsel, aber das ist direkt. 5:0, 1,5 Innings. 5:0 für Easy, genau vor. Links.